Mit einem offiziellen Banddurchschnitt ist am Freitagvormittag die Goethestraße wieder für den Verkehr freigegeben worden. Rund 2,9 Millionen Euro wurden inklusive Fördermittel in die Erschließung des Gründerzeitquartiers investiert. Durch die EWAG wurden alle Medien im Bereich neu verlegt und im Anschluss die Straße grundhaft wieder aufgebaut. Oberbürgermeister Roland Danz bedankte sich bei den Anwohnern für die Geduld, denn einiges lief nicht so glatt, wie es sollte. Der Termin konnte aber trotzdem gehalten werden. Insgesamt haben die Arbeiten 7 Monate angedauert.